Ich darf Sie erneut begrüßen zu einem nächsten Vorlesungsteil aus unserer Pharmakologie-Vorlesungsreihe ZNS-wirksame Medikamente Teil 2 Benzodiazepine. Das bedeutet, wir machen jetzt eine Fortsetzung dessen, was wir uns schon im ersten Teil in Bezug auf die Benzodiazepine erarbeitet haben. Und der Film hatte ja auch schon eine Länge von 1 Stunde 15, sodass also dann doch immer es eine ganze Menge dann auch zu dieser sehr interessanten Pharmakongruppe zu erzählen gibt. Hier hatten wir uns im ersten Teil angeschaut als essentielle Information die 5 prototypischen Wirkungen. Ja, mit Anxiolyse, sedativ-hypnotische Wirkung, die muskelrelaxierende, antikonvulsive und amnesieauslösende Wirkung und haben die dann direkt verbunden mit Struktur und Funktion des GABA-A-Rezeptors, wo wir uns dann klar gemacht haben, dass es sich bei den Benzodiazepinen um allosterische Agonisten am GABA-A-Rezeptor handelt und wir haben dann uns im Detail die Wirkweise dann gemeinsam angeschaut. Was wir jetzt im zweiten Teil Benzodiazepine heute machen wollen, wir wollen das ein Stück weit abrunden, auch mit 2 interessanten Patientenbeispielen, die 2 ganz wichtige Aspekte in der Anwendung der Benzodiazepine dann hier nochmal dann herausheben sollen. Was wir also machen, wir werden uns in diesem Vorlesungsteil nochmal dem GABA-A-Rezeptor zuwenden in seiner strukturellen Verfasstheit. Das heißt, wir werden uns die Untereinheiten nochmal anschauen von einem genetischen Standpunkt aus und werden uns der initialen Frage dann zuwenden, die wir im ersten Video begründet haben, wo wir gesagt haben, es gibt eine Affinitätsabhängigkeit, das heißt eine Abhängigkeit von der Dissoziationskonstante der Benzodiazepine in Bezug auf die verschiedenen prototypischen Wirkungen und das wird dann hier nochmal ein Stück weit herausgearbeitet werden können. Dann werden wir noch kurz schauen auf den Arzneimittelmetabolismus in Bezug auf kurz-, mittel- und lang wirksame Benzodiazepine und werden dann nochmal sprechen über die entsprechenden Indikationen. Das ist natürlich ganz klar. Dann auch über unerwünschte Arzneimittelwirkungen und entsprechende Kontraindikationen. So, beginnen wir gleich. Und beginnen will ich mit dem Herrn Paracelsus, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, der bekannteste Arzt des ausgehenden Mittelalters, 1493 bis 1541. Und er hat sehr viele pharmakologisch relevante Aussagen damals schon gemacht. Eine gefällt mir besonders gut und die habe ich jetzt hier mal mir als Zitat herausgesucht, weil es jetzt nochmal die Grundlage dessen darstellt, was wir jetzt machen wollen in Bezug auf den GABA-A-Rezeptor, in Bezug auf das Verständnis seiner Funktion. Und dieses Zitat ist auch nochmal exemplarisch eigentlich, steht es für all die Vorlesungen, die ich auf meinen Kanal eingestellt habe, weil es nämlich eine Forderung stellt, die auch oftmals in der universitären Ausbildung nicht verfolgt werden kann, aufgrund des großen Zeit- und Stoffdruckes, der ständig immer besteht. Und was meine ich damit? Der Herr Paracelsus hat gesagt, die Medizin oder auch, wenn wir jetzt bei der Pharmakologie bleiben, die Pharmakologie, das heißt also das Nutzen von Wirkstoffen als Medikamente, ist nicht nur eine Wissenschaft. Die Medizin respektive Pharmakologie ist auch eine Kunst. Sie besteht nicht nur aus dem Drehen von Pillen und Anlegen von Verbänden. Sie beschäftigt sich mit den inneren Prozessen des Lebens, die verstanden werden müssen, bevor man beabsichtigt, in diese einzugreifen. Und das ist genau der Punkt. Und das ist der entscheidende Punkt auch zum Verständnis der Pharmakologie. Ich muss mir immer die Mühe machen, vorher die Physiologie und unter Umständen auch die Anatomie zu verstehen, weil die Pharmakologie, die arbeitet immer nur auf anatomischen Strukturen, die physiologisch dann funktionell werden. Und wenn ich diese Zusammenhänge nicht kenne, dann muss alles das, was ich pharmakologisch tue, eigentlich nur immer entsprechend der Ratewahrscheinlichkeit dann für mich dann stattfinden. Und genau dasselbe gilt jetzt hier auch. Und wir werden jetzt den GABA-A-Rezeptor gemeinsam nochmal unter dem Blickwinkel von Herrn Paracelsus auseinandernehmen, um das GABA-Erge-System vollständig dann auch verstehen zu können und das dann auch verknüpfen zu können mit den initialen Aussagen, die wir gemacht haben, der 5 prototypischen Wirkungen. Und werden dann auch sehen, ja, wie dann als klassischer zusätzlicher positiver Effekt noch hinzukommt, dass das grundsätzliche
Verständnis eines solchen Systems dann auch immer dazu führt, dass neue Medikamente entwickelt werden können, weil das System komplett intellektuell dann oder auch experimentell verstanden worden ist. So, und genau das will ich jetzt gemeinsam mit Ihnen machen, und wir kommen zurück zum GABA-A-Rezeptor. Und Wiederholung ist die Mutter der Wissenschaft und auch die Mutter der Pharmakologie. Deswegen schadet das nicht, dass wir das einfach nochmal gemeinsam anschauen, auch wenn Sie vielleicht denken, oh, das haben wir doch alles im ersten Vorlesungsteil schon gehabt. Das ist dann aber gut, der Wiedererkennungswert ist groß. Wenn wir uns den GABA-A-Rezeptor anschauen, dann schauen wir jetzt erstmal hier drauf, und das können Sie gut erkennen jetzt auch. Wir erkennen genau dieselbe Struktur wieder, mit der wir uns im ersten Vorlesungsteil an der Tafel abgearbeitet haben. Wir erkennen zwei Alpha-Untereinheiten, zwei Beta-Untereinheiten und unsere Gamma-Untereinheit, von der wir gesagt haben, das ist die unabdingbare Bedingung für einen funktionellen GABA-A-Rezeptor, der mit Benzodiazepinen interferieren kann. Das war also hier die funktionelle Voraussetzung, und das können wir hier nochmal sehen. Hier haben wir die Alpha-Unteinheit, hier haben wir die Gamma-Unteinheit, und hier sehen wir unsere Benzodiazepin-Bindungsstelle, die von Alpha und Gamma gebildet wird. Dementsprechend erkennen wir hier auch unsere zwei GABA-Bindungsstellen zwischen Alpha und Beta, hier GABA 1, GABA 2, sodass wir hier eigentlich genau die Struktur vor Augen haben, die wir uns im ersten Vorlesungsteil dann entsprechend angeschaut haben. Dies verknüpfen wir jetzt mit den prototypischen Wirkungen, mit denen wir die Vorlesung begonnen haben. Auch das erkennen wir. Alle Benzodiazepine oder der GABA-A-Rezeptor bzw. dann die Benzodiazepinwirkung über den GABA-A-Rezeptor vermittelt eine Anxiolyse. Sie vermittelt eine sedativ-hypnotische Wirkung. Sie ist zentral muskelrelaxierend, hat einen antikonvulsiven Effekt, und wir haben auch über die anterograde Amnesie gesprochen, sodass wir alles, was wir im ersten Vorlesungsteil besprochen haben, hier in der Übersicht nochmal haben. Und dann ist mit Pfeilen nochmal dargestellt, das, was wir ganz initial diskutiert haben, dass ich Ihnen erzählt habe, dass diese fünf prototypischen Wirkungen konzentrationsabhängig auseinander hervorgerufen werden können. Das heißt, in der niedrigen Dosis kriege ich die Angstlösung, in der höheren Dosis kriege ich die sedativ-hypnotische Wirkung. Ich muss die Dosis weiter erhöhen, um einen überzeugt muskelrelaxierenden Effekt zu machen. Die Dosis muss weiter erhöht werden, um dann prophylaktisch antikonvulsiv zu wirken. Und hier haben wir gesagt, die Amnesie, die liegt irgendwo hier in einem mittleren Dosisbereich. Und dann haben wir das verknüpft mit der Aussage, dass wir gesagt haben, weil alle zur Verfügung stehenden Benzodiazepine diese fünf prototypischen Wirkungen hervorrufen können, muss also hier eine Affinitätsproblematik vorliegen. Das bedeutet also, wir haben dann postuliert, dass wir sagen, Benzodiazepine haben offensichtlich eine hohe Affinität zu einem GABA-A-Rezeptor-Subtyp, der verantwortlich ist für die Anxiolyse. Und wenn ich die Dosis dann erhöhe, dann bekomme ich aufgrund der niedrigeren Affinität bzw. der höheren Dissoziationskonstante jetzt auch zunehmend Bindung an einem GABA-A-Rezeptor, der für meine sedativ-hypnotische Wirkung verantwortlich ist. Erhöhe ich die Dosis weiter, kommen eventuell weitere GABA-A-Rezeptoren dazu, wo die Affinität noch niedriger ist. Ja, und wenn wir uns den antikonvulsiven Effekt hier anschauen, dann haben wir hier sozusagen dann den Extremfall. Was also diese Beobachtung fordert, ist eigentlich, dass wir im zentralen Nervensystem, vor allen Dingen im limbischen System und im thalamokortikalen System, eine Reihe verschiedener GABA-Ärger-Rezeptoren besitzen, die in der Lage sind, verschiedene Wirkungen auszuüben. Und die zweite wichtige Aussage ist, unsere zur Verfügung stehenden Benzodiazepine binden diese Rezeptoren in unterschiedlicher Affinität. Das war bis vor 25 Jahren graue Theorie, das sieht heute anders aus, weil wir wenden uns jetzt der Überschrift zu, der definierte GABA-A-Rezeptor existiert nicht. Das heißt also, das, was ich vor 25 Jahren den Studenten erzählt habe, dass die Gamma-Aminobuttersäure einen GABA-A-Rezeptor bindet und wir unsere zentrale nervösdämpfende Wirkung bekommen, das ist so nicht korrekt. Weil im Jahr 2000 im Wissenschaftsjournal Science, das uns auch begegnet ist, ja, durch die Studie mit Oxazepam und den Fischen, Sie erinnern sich, dass in Science das durchsequenzierte humane Genom publiziert worden ist. Also Jack Venter hat das ja damals gemacht, und das war natürlich
wissenschaftlich einen Durchbruch. Und in der Analyse der Genstruktur hat sich dann herausgestellt, dass wir alle in unserem Genom 19 Gene besitzen, die für Untereinheiten kodieren, mit denen ich einen GABA-A-Rezeptor aufbauen kann. Das bedeutet also jetzt, weil viele dieser Untereinheiten kombinierbar sind, können Sie sich das jetzt natürlich denken, dass jetzt die Situation entstand, dass man realisiert hat, es gibt wohl hunderte oder vielleicht dutzende verschiedene GABA-A-Rezeptoren, die durch unterschiedliche Kombinationen dieser 19 verschiedenen Untereinheiten aufgebaut werden können. Das heißt, die Illusion des definierten GABA-A-Rezeptors war vom Tisch. Und dann hat man natürlich pharmakologisch den Bezug hergestellt zu den Benzodiazepinen. Dann hat man sich gefragt, sind alle diese dutzenden GABA-A-Rezeptoren, die möglich sind, sind die alle beeinflusst von Benzodiazepinen? Und dann hat man relativ schnell festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Und jetzt wird es interessant, und das deutet sich hier schon an, und das werden wir uns gleich anschauen, weil wir heute wissen, dass wir nur 4 GABA-A-Rezeptor-Subtypen im zentralen Nervensystem haben, die mit Benzodiazepinen interagieren und damit eben alle diese prototypischen Wirkungen verursachen, über die wir gesprochen haben. Auf der anderen Seite haben wir damit aber natürlich jetzt auch tatsächlich die Situation, dass wir erkennen, es gibt tatsächlich unterschiedliche GABA-A-Rezeptoren, die wahrscheinlich verschiedene Funktionen hervorrufen, und das würde unsere Affinitätsproblematik, die wir diskutiert haben, hier sauber erklären. So, jetzt gucken wir nochmal auf diesen Rezeptor zurück. Und jetzt ist das Erste, was wir uns anschauen müssen oder herausarbeiten müssen, ist, dass wir uns jetzt fragen, welche GABA-A-Rezeptor-Subtypen können mit Benzodiazepinen interagieren. Und ich hoffe, man kann es noch sehen, aber auf dem nächsten Dia habe ich es nochmal ganz groß. Ich wende mich der Benzodiazepin-Bindungsstelle zu, weil das ist ja die Bindungsstelle, die wir brauchen, um überhaupt die Benzodiazepin-Aktion am Rezeptor herzustellen. Dafür brauchen wir die Gamma-Untereinheit und eine benachbarte Alpha-Untereinheit. Und wenn wir jetzt schauen unter die Subtypen, die es in unserem Genom gibt, für Alpha-Untereinheiten, die einen GABA-A-Rezeptor aufbauen können, dann haben wir hier 4 verschiedene Isoformen stehen, die wir jetzt nochmal betrachten müssen. Und zwar Alpha-1-Isoform, Alpha-2, Alpha-3 und Alpha-5. Das bedeutet also für uns, und das ist jetzt wichtig, und ich kann dir jetzt nicht auf die Tapete malen, wenn ich es auf die Tafel projiziert hätte, könnte ich jetzt mit der Kreide das machen. Wir müssen uns nur vorstellen, dass wir jetzt Benzodiazepin-sensitive Rezeptoren haben, wenn die beiden Alpha-Untereinheiten 2 Alpha-1-Subtypen sind oder 2 Alpha-2-Subtypen sind oder 2 Alpha-3-Subtypen oder 2 Alpha-5-Untereinheiten oder Isoformen der Alpha-Untereinheit. Das bedeutet im Umkehrschluss, betrachte ich einen GABA-A-Rezeptor, der, und die fehlt hier, 2 Alpha-4-Untereinheiten besitzt. Das heißt Alpha-4, Alpha-4, dann ist diese Untereinheit nicht in der Lage, mit der Gamma-Untereinheit eine Benzodiazepin-Bindetasche zu bilden. Das bedeutet, ein Alpha-4-GABA-A-Rezeptor ist nicht Benzodiazepin-sensitiv, kann also pharmakologisch durch Benzodiazepine nicht beeinflusst werden, sodass wir uns hier an der Stelle, und ich habe es gleich nochmal groß, merken, dass wir nur 4 Alpha-Untereinheiten-Subtypen haben, die einen Benzodiazepin-sensitiven Kanal hier aufbauen können. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Bindetasche an, und die ist gut untersucht. Und das ist ganz interessant, die ist bis auf die Aminosäure untersucht, und in der Mitte dieser Bindungstasche, die gebildet wird von Alpha 1, 2, 3 und 5 Untereinheiten, sitzt immer die gleiche Aminosäure, und das ist ein Histidin. Ja, hier sehen wir also, dass diese 4 Untereinheiten genau diese Eigenschaft gemein haben und deswegen in der Lage sind, ein Benzodiazepin festzuhalten. Das bedeutet also, diese Aminosäure Histidin ist dafür verantwortlich, dass unser Benzodiazepin in dieser Bindungstasche festgehalten wird. Und dann passiert genau das, was wir im ersten Vorlesungsteil besprochen haben. Der Rezeptor ändert seine Konformation, GABA kann besser und stärker binden, die Offenwahrscheinlichkeit steigt, die Hyperpolarisation, die wird hier dementsprechend verbessert. So, das war, wenn wir jetzt das nochmal groß,
ja, und jetzt ganz groß sichtbar uns anschauen. Dann schauen wir auf die Benzodiazepin-Bindungsstelle und das ist jetzt nochmal wichtig, von der wir wissen, für die Ausbildung dieser Bindungsstelle brauchen wir entweder Alpha 1, 2, 3 oder 5 Isoformen der GABA-A-Rezeptor-Untereinheit. Und dann haben wir gesagt, dort sitzt an entsprechenden Aminosäurepositionen das Histidin und hält unser Benzodiazepin fest. So, jetzt machen wir einen weiteren Schritt. Jetzt müssen wir versuchen, intellektuell herauszubekommen, wenn wir sagen, wir haben 4 Benzodiazepin-sensitive GABA-A-Rezeptoren. Wie machen wir das, dass wir rausbekommen, welcher dieser 4 Subtypen für welche unserer 5 prototypischen Wirkungen verantwortlich ist. Das heißt, wir müssen also irgendwie klären, ob unser, auf welche Eigenschaften von unserem Alpha-1-GABA-Rezeptor vermittelt werden, also dem GABA-A-Rezeptor, der 2 Alpha-1-Untereinheiten besitzt, 2 Beta- und eine Gamma-Untereinheit. Und das haben wir hier respektive auf. Und das ist natürlich schwierig zu gewährleisten. Ja, man muss da mal dann drüber nachdenken und muss dann schauen, wie mache ich das? Wie schaffe ich es experimentell, jetzt herauszubekommen, welcher GABA-Rezeptor-Subtyp für welche prototypische Wirkung verantwortlich ist? Weil das will ich ja eigentlich dann nachher pharmakologisch nutzen, weil wir haben jetzt noch die Situation, dass alle Benzodiazepine, allerdings konzentrationsabhängig, aber dann ab einer bestimmten Konzentration alle 5 Wirkungen hervorrufen. Und es wäre doch viel schöner, wenn wir Präparate hätten, wo wir jede Wirkung einzeln hervorrufen können. Ja, dass wir also zum Beispiel sagen, die Alpha-1-Untereinheit ist für die Anxiolyse verantwortlich, die Alpha-2-Untereinheit ist unter Umständen für die sedativ-hypnotische Wirkung verantwortlich, weil das, was wir dann machen können, ist, man könnte dann spezifische Medikamente entwickeln, die dann ganz spezifisch diese Untereinheiten binden und dann wäre man in der Lage, die 5 prototypischen Wirkungen pharmakologisch voneinander zu trennen und das wäre gut, weil wir natürlich immer im Kopf haben müssen, wenn der Arzt, die Ärztin an Benzodiazepin einsetzt, sei es als Anxiolytikum oder als Schlafmittel, dann werden die anderen 3 Wirkungen ebenfalls mit verursacht, entsprechen also unseren unerwünschten Arzneimittelwirkungen. Und die könnten wir natürlich entsprechend minimieren, wenn wir wüssten, welcher Rezeptor-Subtyp welche prototypische Wirkung hier dann verursacht. Und jetzt kommen wir zur Lösung. Und das ist vor 20 Jahren ganz elegant gelöst worden durch eine Studie an genetisch veränderten Mäusen. Was man also jetzt gemacht hat, man hat sich jetzt gedacht, schau mal an, wir haben hier in unseren 4 Untereinheiten, die wir für einen benzodiazepin-sensitiven Rezeptor brauchen, jeweils die Aminosäure Histidin und die hält unser Benzodiazepin in der Tasche fest. Was wir jetzt machen, ist, wir tauschen genau diese Aminosäure in der Mitte der Bindungstasche aus. Das heißt, durch eine genetische Mutation, die man in vitro ganz einfach durch Mutagenese machen kann, tauschen wir einfach die entsprechenden Nukleotide aus und ändern das Triplett, das ursprünglich für Histidin kodiert, in ein Triplett, das dann über mRNA und so weiter in der Translation für Arginin dann kodiert. Und man weiß, oder hat das auch vorher ausprobiert, dieses Arginin in der Bindungstasche verändert die physiologische Antwort des Rezeptors nicht. Das heißt, dieser Rezeptor wird physiologisch völlig normal arbeiten. Er wird aber nicht mehr auf Benzodiazepine reagieren können, weil das Histidin weg ist und Arginin kann das Benzodiazepin in der entsprechend gebildeten Bindungstasche nicht mehr festhalten. Das heißt, wir bekommen jetzt Rezeptoren, die ihre Benzodiazepin-Wirksamkeit verlieren, nach Austausch des Histidins ins Arginin. Und was man dann gemacht hat, man hat dann gentechnisch veränderte Mäuse generiert und hat ihnen dann jeweils praktisch ein mutiertes Allel dann eingesetzt. Also nicht eins, sondern 2. Das heißt also praktisch, wir müssen natürlich beide Allele aussetzen. Das heißt, die gesunden Wildtyp-Allele mit dem Histidin wurden ersetzt gegen die entsprechende Alpha-Untereinheit mit dem Arginin in der Mitte. Und diese Mäuse sind physiologisch völlig normal, weil diese Mutation unseren Rezeptor physiologisch nicht ändert. Was man aber dann natürlich macht, ist die Reaktion der Maus als Organismus auf Benzodiazepine, die sollte sich ändern bzw.
dann verloren gehen. Und das ist jetzt ganz interessant. Ja, wir schauen uns das nochmal an. Wir haben also jetzt praktisch hier zwei verschiedene Mäusestämme, die gegeneinander verglichen werden. Einmal den Mäusestamm mit der Alpha-Untereinheit 1, 2, 3 und 5, nicht mutiert, also Wildtyp mit dem Histidin. Und die kann man vergleichen mit unseren genetisch veränderten Mäusen Alpha 1, 2, 3 und 5 Untereinheiten mit dem Arginin in der Mitte. Und jetzt ist eigentlich ganz logisch, was man macht, wenn man diesen Mäusen ein Benzodiazepin appliziert wie das Diazepam. Dann sollte das Diazepam unsere prototypischen Wirkungen, und zwar alle, in diesen Mäusen auslösen, weil die einen oder GABA-Rezeptoren besitzen, Alpha 1, 2, 3 und 5, die das Benzodiazepin binden können und damit die prototypischen Wirkungen auslösen können. Dementsprechend füttern wir das Diazepam mit unseren veränderten Mäusen. Die Alpha 1, 2, 3 und 5 GABA-Rezeptoren tragen Arginin in der Bindungstasche. Diazepam kann nicht binden, die Substanz bleibt wirkungslos, sodass wir jetzt in diesen Mäusen natürlich entsprechend Benzodiazepin-Wirkungen verlieren. Und jetzt machen wir den letzten Schritt und das ist jetzt ganz einfach, weil in diesen Mäusen ja jetzt nicht alle vier Benzodiazepin-sensitiven Rezeptoren verändert wurden, sondern nur jeweils einer, bekommen wir jetzt Zugang zu den Funktionen. Das bedeutet also, nehmen wir exemplarisch eine Alpha-1-GABA-A-Maus, in der das Arginin drin sitzt und damit den Rezeptor insensitiv macht. Dann sollte diese Maus nach Füttern von Diazepam alle Benzodiazepin-Wirkungen verlieren, die über den Alpha-1-GABA-Rezeptor vermittelt sind, während alle anderen Wirkungen, die über Alpha 2, 3 und 5 vermittelt sind, weiter auftreten. Ja, weil die haben wir ja nicht verändert. Gleich andersrum schauen wir es an für Alpha 2. Das heißt also, wenn wir die Alpha 2-Untereinheit mutieren mit Arginin, dann sollten wir in diesen Mäusen alle Wirkungen verlieren, die über diesen Rezeptor-Subtyp vermittelt sind, während die über Alpha 1, 3 und 5 vermittelten Wirkungen weiter erhalten bleiben. Und das können wir für alle vier Rezeptorsubtypen machen und bekommen jetzt Zugang zu den Wirkungen, die wir dann auch direkt dem entsprechenden Rezeptortyp zuordnen können. Und das ist ein total schickes System. Und jetzt müssen wir einen letzten Schritt machen und müssen hier schauen, wie kann ich denn das jetzt irgendwie experimentell nachweisen. Und das machen wir jetzt Schritt zu Schritt zusammen. Also wenn wir Sedierung anschauen wollen, eher eine der wichtigen prototypischen Wirkungen, dann wird die Maus ja in einen Kasten gesetzt, hier misst man die lokomotorische Aktivität, da ist oben eine Kamera, die misst die Wegstrecke, die zurückgelegte Wegstrecke im Kästchen. Und wenn die Maus Diazepam bekommt, dann wird sie natürlich aufgrund der sedativ-hypnotischen Wirkung irgendwann immer müder werden und die Laufstrecke reduziert sich und irgendwann ist die Maus dann eingeschlafen und die Laufstrecke ist null, sodass das eigentlich relativ einfach hier zu messen ist. Ja, und dementsprechend können wir, und das wissen wir noch nicht, das werden wir gleich sehen, beim entsprechenden Rezeptormutation, ja, werden wir dann unter Umständen sehen, dass die Maus dann eigentlich gar nicht mehr einschläft und dann können wir das entsprechend zuordnen. So, wie können wir den muskelrelaxierenden, antikonvulsiven Effekt hier darstellen? Es gibt eine Substanz, die heißt Pentylentetrazol, die führt zur Muskelkontraktion. Die kann durch Benzodiazepine antagonisiert werden. Das heißt also, diese Pharmakonwirkung wird aufgehoben und damit können wir schön die muskelrelaxierende Wirkung hier untersuchen. Dann haben wir ein besonders schönes Modell zur Darstellung der Anxiolyse. Das ist der sogenannte Elevated Plus Maze Test. Hoch, jetzt bin ich hier drauf gekommen. Entschuldigung. Elevated Plus Maze Test. Und das ist so ein Kreuz, das steht 1,50 Meter über dem Boden. Und hat eine offene Schiene, wie Sie hier sehen können, und eine bedeckte Schiene. Da setzt man die Maus drauf. Und die Maus, die läuft mal hier raus und guckt hier runter und realisiert, ups, das ist ja ziemlich hoch, ich kann da runterfallen, das ist gefährlich. Das heißt, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Maus, ja, im Normalzustand, die ist immer dort, wo die geschützte Schiene ist. Geben wir der Maus ein Benzodiazepin, von dem wir gesehen haben, dass wir Anxiolyse auslösen, dann wird sich die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Maus ändern, und zwar in Bezug dazu, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit auf der freien Schiene zunimmt, weil die Substanz angstlösend ist. Und das ist ein experimentelles System, das sich sehr gut dann auch auf den Menschen übertragen lässt. Und dann schauen wir uns noch die andrograde Amnesie an. Haben wir gesagt, nach Einnahme der Substanz wird alles vergessen.
Wir haben hier einen Kasten, man nennt das Vermeidungsparadigma, die Maus. Ja, die wird da reingesetzt und die bevorzugt natürlich den dunklen Teil des Kastens als nachtaktives Fluchttier. Die geht dort hinein, dort versetzt man ihr einen Stromstoß, einen schwachen, der sie aus dem Kästchen vertreibt. Eine normale Maus wird nach dieser Erfahrung den dunklen Teil des Kästchens nicht mehr betreten. Eine Maus unter Benzodiazepinen, die eine anterograde Amnesie auslösen, die wird das vergessen und wird erneut in den dunklen Teil hineinlaufen und erneut vertrieben werden, sodass wir also auch hier die Aufenthaltswahrscheinlichkeit unter Benzodiazepinen sehr schön als Maß dafür nehmen zum Messen der anterograden Amnesie. So, und wenn wir das jetzt alles gemeinsam besprochen haben, kommen wir jetzt zum eigentlichen Experiment, das uns jetzt zeigt, welcher unserer vier GABA-A-Rezeptor-Subtypen für welche prototypische Wirkung verantwortlich ist. Und das ist ganz spannend und das war vor 15 Jahren noch exklusive Originalliteraturinformation. Heute finden sich diese Informationen aber jetzt mittlerweile auch in den Standard-Lehrbüchern. So, hier schauen wir nochmal hin. Unsere vier Maussysteme, Alpha 1, 2, 3, 5 GABA-A-Rezeptoren, mutiert mit Arginin, keine Benzodiazepin-Bindungsstelle. Das bedeutet, hier verlieren wir alle Alpha-1-Wirkungen, hier alle Alpha-2, hier alle Alpha-3, hier alle Alpha-5, sodass wir jetzt praktisch alles diskriminieren können. Beginnen wir mit den Alpha-1-Mäusen. Füttert Diazepam. Was passiert? Beginnen wir mit der Sedierung. Wir schauen hier drauf. Aktivität, keine Sedierung. Boah, und jetzt sehen wir, genau wie gedacht, funktioniert dieses System. Das heißt, ich nehme das Arginin oder das Histidin raus, ersetze es durch Arginin in der Alpha-Untereinheit und verliere meine sedativ-hypnotische Wirkung. Jetzt kann ich also hier an der Stelle schon sagen, mein Alpha-1-GABA-A-Rezeptor ist verantwortlich für den sedativ-hypnotischen Effekt. Und dann sehe ich, die Muskelrelaxation bleibt unverändert und die anxiolytische Aktivität bleibt unverändert. Hier sehe ich jetzt tatsächlich den differenziellen Effekt, wo ich sehe, dieser Rezeptortyp kann nicht für diese beiden prototypischen Wirkungen verantwortlich sein. Das heißt, hier haben wir im ersten Experiment schon den Beweis dessen, was wir zu Beginn der Vorlesung gefordert haben. Es muss verschiedene GABA-A-Rezeptor-Subtypen geben, sonst könnten wir die Affinitätsproblematik nicht erklären, die wir gleich am Beginn der ersten Vorlesung aufgestellt haben. Und wenn wir dann die Amnesie anschauen, dann sehen wir, die geht verloren. Jetzt habe ich das nochmal extra so als Highlight, sodass wir jetzt sehen, und das ist die erste wichtige Take-Home-Message, diese Experimente beweisen, dass unser Alpha-1-GABA-A-Rezeptor-Subtyp dafür verantwortlich ist, die sedativ-hypnotische und die Amnesie-Wirkung hier auszulösen, während er an Muskelrelaxation und Anxiolyse nicht beteiligt ist. Schauen wir uns die nächste Maus an, Alpha-2. Hier sehen wir normale Sedierung und das ist jetzt total schick, ja, dass wir sehen, dass wir tatsächlich hier mit einer differenziellen Rezeptorfunktion zu tun haben. Das heißt also, man kann die Maus hier ganz normal sedieren und das macht jetzt ja auch Sinn, weil wir eben gezeigt haben, dass der sedativ-hypnotische Effekt ja über einen anderen Rezeptor läuft. Dann sehen wir Muskelrelaxation gestört, keine Anxiolyse mehr, die geht verloren, während die Amnesie wiederum normal ist. Wenn wir das highlighten, sehen wir jetzt, von diesen Experimenten können wir ableiten, der Alpha-2-GABA-A-Rezeptor ist verantwortlich für die anxiolytische Aktivität und für Muskelrelaxation. Und wenn wir das vollständig machen und betrachten diese beiden nochmal zusammen im Überblick, dann können wir hier sehen, dass dieser Aspekt nochmal dazukommt. Das heißt also, diese Alpha-3 und 5 Defektmaus in Bezug auf den GABA-A-Rezeptor zeigt uns, dass der Alpha-3 und der Alpha-5-Rezeptor genauso wie der Alpha-2-Rezeptor etwas mit der Muskelrelaxation zu tun hat. Das heißt, hier lernen wir, unser muskelrelaxierender Effekt wird in der Zusammenarbeit von drei verschiedenen GABAergen-Rezeptoren hier vermittelt, weil wir jeweils mit jedem Rezeptor immer nur einen Teil der Muskelrelaxation dann hier entsprechend verlieren oder verhindern können. Was können wir jetzt schließen aus dieser Tabelle? Und das ist ganz spannend. Das Erste, was wir schließen können, es wird möglich sein, spezifischere Medikamente zu entwickeln in Bezug auf bestimmte prototypische Wirkungen, die wir noch mit Benzodiazepinen auslösen und die
durch Benzodiazepine aneinander gekoppelt sind. Inwiefern kann man das nutzen? Wir betrachten die Alpha-1-Maus. Wir sehen, dass die wichtige Indikation sedativ-hypnotisch, das heißt die Verwendung als Schlafmittel, über den Alpha-1-Rezeptor vermittelt ist. Gleichzeitig haben wir schon angedeutet, dass Benzodiazepine eine Muskelrelaxation machen und darüber werden wir nachher noch sprechen. Die wichtigste oder die häufigste Todesursache nach Einnahme von Benzodiazepinen sind Oberschenkel-Halsbrüche und Beckenfrakturen. Die resultieren aus Stürzen. Das heißt, ein hohes Gefahrenpotenzial der Benzodiazepine besteht in Stürzen durch Relaxation der quergestreiften Muskulatur bei älteren Menschen. Das passiert oft nach Einnahme von Benzodiazepinen als Schlafmittel. Das können wir jetzt, und das lernen wir hieraus, pharmakologisch abkoppeln. Das heißt, Benzodiazepine heute sind aufgrund ihrer Affinität nicht in der Lage, diese Rezeptoren zu diskriminieren, weil wir gesehen haben, wir brauchen entsprechend hoch dosieren und dann kriegen wir alle Wirkungen. Wenn wir aber ein Medikament generieren, das Alpha-1-spezifisch ist, für den Alpha-1-GABA-Rezeptor, diskriminieren wir die komplette muskelrelaxierende Achse. Das bedeutet, wir bekommen Medikamente, in der dann die Muskelrelaxation abgeschwächt oder gar nicht mehr vorhanden ist und trennen so pharmakologisch den muskelrelaxierenden Effekt vom sedativ-hypnotischen Effekt. Dasselbe gilt für die Anxiolyse. Ja, das heißt, Alpha-1-selektive Substanzen werden keine Anxiolyse mehr auslösen. Oder im Umkehrschluss, wenn wir Alpha-2-selektive Substanzen entwickeln zur Angstlösung, dann umgehen wir das sedativ-hypnotische Problem, das diese Patienten oft haben. Das können Sie sich denken, ein Benzodiazepin eingenommen zur Angstlösung führt zur Sedierung. Man ist immer schlapp und müde tagsüber und das würde man aufheben pharmakologisch, wenn wir eine Substanzgruppe entwickeln könnten, die eine hohe Alpha-2-Selektivität besitzt. Dadurch vermindert sich hier der sedativ-hypnotische Effekt. Und was wir drittens schließen können, ist, was ungünstig ist, ja auch in der Verwendung der Schlafmittel, ist die anterograde Amnesie. Ja, wo wir gesagt haben, es ist problematisch, wenn der Patient, die Patientin die Schlaftablette einnimmt und tut hinterher noch irgendetwas, an was er sich am nächsten Morgen nicht erinnert. Das ist ungünstig. Aufgrund der Kenntnisse der Rezeptorsituation, die wir uns erarbeitet haben, wird jetzt klar, dass wir niemals ein Alpha-1-selektives Schlafmittel generieren können, das keine Amnesie auslöst, weil beide Wirkungen über denselben Rezeptor laufen. Das heißt, je selektiver die Alpha-1-Substanz dann ist, umso stärker werden wir natürlich auch die Amnesie auslösen, weil beide Reaktionen über den gleichen Rezeptor vermittelt sind. Sodass wir also jetzt sehen, dass wir pharmakologisch ein paar günstige Eigenschaften rausarbeiten können, dass wir sagen können, wir werden in Zukunft die sedativ-hypnotische Wirkung von der Muskelrelaxation abtrennen können. Wir werden im Umkehrschluss auch die Anxiolyse vom sedativ-hypnotischen Effekt abtrennen können. Wir werden aber niemals die Amnesie vom sedativ-hypnotischen Effekt hier abkoppeln können. Und das ist jetzt auf der Tabelle nicht mehr drauf. Nur noch als Zusatzinformation, wo Sie jetzt waren, was jetzt mit der, hier haben wir die Muskelrelaxation, wie sieht es aus mit dem antikonvulsiven Effekt, den wir ja noch als prototypische Wirkung hatten, der ist ebenfalls über den Alpha-1-Rezeptor hier vermittelt. Nach unserem Ausflug in die Genetik, ja, die aber grundlegend interessant ist und uns das GABA-Erge-Rezeptorsystem sehr gut erklärt hat, wo wir gelernt haben, wir haben es also tatsächlich mit 4 verschiedenen Rezeptorsubtypen zu tun in Bezug auf unsere Benzodiazepine, wenden wir uns jetzt einem banaleren, ja, sagen wir mal, Problem in Bezug der Benzodiazepine wieder zu, und das ist der Arzneimittelmetabolismus dieser Stoffklassen. Und hier hatten wir initial schon gehört, und ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil das so schnell ging. Ich blende das jetzt einfach nochmal über dieser Folie ein. Nochmal Präparate in Bezug auf ihre Wirkdauer. Hier hatten wir gesagt, wir kennen Benzodiazepine mit kurzer Wirkdauer. Das bedeutet also Eliminationshalbwertszeiten zwischen 6 und 12 Stunden, das heißt also unter 12 Stunden, wo wir hier schon sehen, dass selbst die kurzwirksamen Benzodiazepine eigentlich schon relativ lange Halbwertszeiten besitzen. Dann haben wir die mittellang wirksamen Benzodiazepine, also Halbwertszeiten so um die 24 Stunden. Und dann haben wir die langwirksamen Benzodiazepine mit Halbwertszeiten von 72 Stunden
und länger. Und das schauen wir uns nochmal an. Ich blende es jetzt hier einfach ein. Kurzwirksame Benzodiazepine, Halbwertszeit bis zu 6 Stunden, wenn Protizolam, Triazolam und Midazolam. Dann hätten wir als mittellang, habe ich mir rausgesucht, also Oxazepam natürlich, Temazepam und das Lormetazepam. Und dann hätten wir langwirksame Substanzen wie das Chlordiazepoxid. Dann hätten wir Florazepam, Alprazolam, Diazepam und Nitrazepam, einfach mal als Beispiele hier kurz aufgeführt. So, jetzt müssen wir klären, was versteckt sich hinter kurz- und langwirksamen Benzodiazepinen. Hier versteckt sich nicht hintendran irgendeine besondere Interaktion am Rezeptor, sodass wir sagen, also die Kurzwirksamen, die haben irgendwie eine einfach andere Affinität am Rezeptor und gehen da schneller wieder weg, sondern die unterschiedliche Wirkdauer, die beruht auf dem Arzneimittelmetabolismus in der Leber. Und das schauen wir uns nochmal an und wir beginnen einfach mal mit der Extremform. Wir schauen uns mal das Diazepam als klassischen prototypischen Vertreter an. Diazepam hat eine Eliminationshalbwertszeit von 72 Stunden und länger 3 Tage. Das bedeutet also, müssen Sie sich überlegen, unsere ältere Patientin, der ältere Patient nimmt montags abends 10 Milligramm eine Schlaftablette Diazepam. Dann wird er nach 72 Stunden oder länger, also etwa in der Mitte der Woche, Donnerstag, immer noch 5 Milligramm unverstoffwechselt im Körper haben. Und bei älteren Patienten ist ohnehin oft auch der Arzneimittelmetabolismus schon verlangsamt, sodass das sogar unter Umständen noch länger dauert. So sehen wir also jetzt schon, dass gerade bei den langwirksamen Präparaten wie immer das Problem der möglichen Akkumulation haben, weil der Körper aufgrund der langen Halbwertszeiten mit der Verstoffwechselung nicht hier hinterherkommt. Jetzt schauen wir uns das an fürs Diazepam. Ja, hier haben wir die Strukturformen. Langwirksame Präparate werden in der Regel relativ rasch desalkyliert und diese Desalkylierung ist oft eine Demethylierung. Und das ist jetzt das Erste. Diazepam selbst hat eigentlich keine 72-stündige Halbwertszeit, sondern hat einfach nur eine Halbwertszeit von, sagen wir mal, 30 bis 60 Minuten. Dann entsteht durch Desalkylierung das erste Zwischenprodukt, das ist das Demethyldiazepam. Ja, weil das diese Methylgruppe hier durch Demethylierung abgespalten wird. Diese Substanz heißt auch Nordiazepam. Und das ist jetzt genau der Punkt. Diese Substanz hat jetzt eine Halbwertszeit von 72 Stunden und länger. Das heißt, der erste initiale Abbauschritt entfernt überhaupt nichts von der Wirkung. Das heißt, die Methylgruppe ist zwar weg, aber wir haben ein voll wirksames Benzodiazepin, das nur ganz langsam verstoffwechselt wird. Ja, das dauert dann unter Umständen Tage. Das bedeutet also, der erste Abbauschritt liefert einen aktiven Metaboliten. Dann kommt es aus dem ZNS in die Leber zurück und wird dann umgewandelt in Oxazepam. Ein eigenständiges Benzodiazepin mit eigenständiger, vollständiger Benzodiazepinwirkung. Das heißt also, auch der zweite Stoffwechselschritt entfernt nichts von der Wirkung der Benzodiazepine. Und erst das Oxazepam wird dann glucuronidiert und ausgeschieden und kann den Körper verlassen. Das bedeutet also, langwirksame Präparate sind nur deswegen langwirksame Präparate, weil auf dem Arzneimetabolismusweg aktive Metabolite entstehen, die selbst GABA-A-Rezeptoraktivität haben. Das heißt, diese Abbauschritte entfernen nicht die Wirkung und erst die Glucuronidierung entfernt die Substanz. Das sieht anders aus bei den kurzwirksamen, Halbwertszeit 6 Stunden, Beispiel Midazolam. Midazolam wird direkt glucuronidiert in der Leber. Das heißt, Midazolam bildet keine aktiven Metabolite. Und dementsprechend sinken die entsprechenden Plasmaspiegel relativ rasch ab und wir bekommen diese kurzen Halbwertszeiten, sodass wir uns merken, langwirksame Präparate durch aktive Metabolite im Metabolismus erklärbar, kurzwirksame Präparate direkte Glucuronidierung und schnelle Ausscheidung. Kommen wir zu dem zweiten Teil dieser Vorlesung und den möchte ich eigentlich der Problematik der Benzodiazepin-Anwendung nochmal widmen. Ja, weil das Missbrauchspotenzial ist hoch, das Abhängigkeitspotenzial ist hoch und zahlreiche Probleme für den Patienten sind mit dem
mit der, sagen wir mal, Langzeitanwendung von Benzodiazepinen verbunden. Und das möchte ich einfach nochmal hier in verschiedener Form dann herausarbeiten. Das werden wir jetzt gleich machen, indem wir uns nochmal ein paar Fragen stellen, was so ein gutes Hypnotikum alles leisten muss. Und dann werden wir das in Beziehung setzen zu zwei Patientenbeispielen, die uns dann ganz klar vor Augen führen, dass die Hauptprobleme der Benzodiazepine eine schnelle Toleranzentwicklung mit Abhängigkeit oder andersrum eine Abhängigkeit mit Toleranzentwicklung zur Folge hat. Das werden wir gleich sehen, was das bedeutet. Ja, in einem Patientenfall, der einen eigentlich dann wirklich erschüttert. Ja, und dann werden wir sehen, dass eine weitere wichtige Komponente paradoxe Effekte sind, die ebenfalls für Patienten schwer belastend sein können. So, wenn wir jetzt diese Frage stellen, was sollte ein gutes Hypnotikum leisten? Das heißt also, wenn ja wirklich die Benzodiazepine, die ja hauptsächlich eingesetzt werden als Schlafmittel, unter dieser Frage beleuchten, dann müssen wir sagen, also ein gutes Schlafmittel sollte das normale physiologische Schlafmuster in dem Sinne hier nicht stören. Und das normale physiologische Schlafmuster, das kennen Sie wahrscheinlich, ja, besteht aus REM-Schlafanteilen zu etwa 20% und dann den Tiefschlafphasen 1 bis 4, ist also ein wirklich strukturierter Prozess und der sollte eigentlich nicht verändert werden unter medikamentöser Beeinflussung. Dann, das Schlafmittel sollte kein Hangover machen. Was bedeutet das? Das heißt also praktisch die Müdigkeit, die wir am nächsten Tag mit in den Tag nehmen durch die vorabendliche Einnahme des Schlafmittels. Es sollte nicht akkumulieren, ja, das heißt, es sollte bei längerer Einnahme dann keine höheren Konzentrationen im Körper aufbauen. Es sollte keine Toleranz erzeugen, das heißt nicht die Situation schaffen, dass wir, um die gleiche Wirkung, schlafanstoßende Wirkung zu erzielen, immer mehr der Substanz einnehmen müssen. Es darf keine Abhängigkeit hier in letzter Konsequenz auslösen. Und es sollte eine große therapeutische Breite besitzen. So, und ich habe sie schon farblich gekennzeichnet. Sie sehen oder Sie ahnen es schon oder Sie wissen es. Ja, es wird ja jetzt hier ganz offensichtlich, dass die nahezu alle Forderungen, die wir an ein gutes Schlafmittel stellen, von Benzodiazepinen nicht erfüllt werden. Benzodiazepine verändern unser physiologisches Schlafmuster, indem sie REM-Schlafanteile unterdrücken und die Tiefschlafphasen 1 und 4 verkürzen. Das führt zu einem initialen erholsamen Schlaf, führt aber nach Absetzen dazu, dass REM-Schlafanteile, in denen geträumt wird, in überproportionaler zeitlicher Menge dann im Nachtschlaf auftreten und der wird entsprechend unruhig. Ja, und das bezeichnen wir als Rebound-Insomnie. Das heißt also, wir bekommen hier tatsächlich eine arzneimittelvermittelte Verschlechterung des Schlafmusters und wir verschlechtern eigentlich die Situation, die wir initial durch Gabe des Medikaments verbessern wollen. Der Hangover, den machen Benzodiazepine natürlich, wir haben darüber gesprochen, eine Schlaftablette Diazepam, 10 Milligramm abends genommen, dann haben wir gesagt, Halbwertszeit von 72 Stunden, Sie können sich überlegen, ja, dass am nächsten Morgen 10 oder günstigerweise vielleicht noch 12 Stunden später noch von diesen 10 Milligramm, 9 Milligramm unverstoffwechselt im Körper sind. Das heißt, der folgende Tag ist entsprechend mit einem Hangover hier dann zu verbringen. Akkumulation, die langen Eliminationshalbwertszeiten provozieren natürlich die Akkumulation, auch da haben wir drüber gesprochen. Benzodiazepine führen zu einer raschen, innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zu einer raschen Toleranzentwicklung, die dazu führt, dass der Patient eine immer höhere Dosis einnehmen muss, um die gleiche schlaferzwingende Wirkung dann zu erzielen. Ja, das führt natürlich direkt in die Arzneimittelabhängigkeit und die, ist hier sehr groß, die Gefahr der Abhängigkeit in der Anwendung der Benzodiazepine. Das heißt also, all diese Forderungen sind nicht erfüllt. Das heißt also, wir schauen hier nicht auf wirklich gute und günstige Schlafmittel. Die einzige Forderung, die erfüllt ist, ist die therapeutische Breite. Und hier erinnern wir uns nochmal zurück an den ersten Teil der Benzodiazepin-Vorlesung. Hier hatten wir gesagt, die therapeutische Breite, die große, resultiert daraus, dass Benzodiazepine den GABA-A-Rezeptor alleine nicht öffnen können. Ja, und dass sie vor allen Dingen an den solchen Synapsen die Wirkung erzielen, wo wenig GABA ausgeschüttet wird. Das heißt also, GABA-Erge-Synapsen, wo wir viel GABA zur Verfügung stehen haben, da verliert sich die Wirkung zunehmend, sodass wir also hier, wir haben ja Fälle gesehen, 2000 Milligramm, die überlebt wurden, sagen können, dass die einzige Forderung, die hier entsprechend erfüllt wurde. Schauen wir uns jetzt die Problematik der Benzodiazepine nochmal an und das ist jetzt im Grunde genommen eigentlich gar nicht meine eigene Leistung, sondern ich habe hier
Und das werden wir gleich sehen, eine Dokumentation rausgesucht, von denen ich Ihnen essentielle Teile hier in die Vorlesung einfüge. Und es geht um das hohe Abhängigkeitspotenzial der Benzodiazepine. Und wir schätzen in Deutschland etwa 1,4 Millionen Abhängige von Beruhigungsmitteln, hauptsächlich Benzodiazepine. Und wie schnell sowas gehen kann, ja, und wie lebensverändert das dann auch ist und paralysierend eigentlich, das werden wir gleich an zwei Patientenbeispielen hier gemeinsam betrachten können. So, jetzt habe ich das extra, ja, als Wissenschaftler versucht, dann korrekt darzustellen, weil mir geht es jetzt nicht irgendwie darum, Dinge als eigen zu verkaufen, sondern ich mache das jetzt in einer Art von Zitat. Sie finden also das, was wir jetzt gleich gemeinsam anschauen, ja, unter der SWR-Dokumentation Volksdroge Valium, das heißt also, hier geht es um Diazepam, medikamentenabhängig auf Rezept. Das ist der Titel der Dokumentation und ich habe Ihnen hier die praktisch die Quellenangabe, diese Dokumentation, die ist auf YouTube eingestellt vom SWR und kann unter diesem Link dann tatsächlich im Original in seiner ganzen Länge von etwa 45 Minuten angesehen werden. Das lohnt sich auch, wenn Sie also neben den wenigen Minuten, die wir gleich betrachten werden, das Ganze anschauen wollen, kann ich Ihnen das nur wärmstens ans Herz legen. Sie finden das ebenfalls auf der offiziellen Homepage des SWR, das ich Ihnen hier mit angegeben habe und auch in der SWR Mediathek. Und worum es geht ist, wir werden jetzt zwei Fälle betrachten. Zuerst werden wir uns anschauen, das Abhängigkeitsproblem. Und in dem Abhängigkeitsproblem geht es eben einfach darum, wie aus einer relativ rasch entstehenden Toleranz nach der initialen Einnahme von Benzodiazepin dann ein massives Abhängigkeitsproblem entsteht. Und das kann man schlecht beschreiben, das müssen wir uns anschauen. Und deswegen machen wir das einfach so. Ich hoffe, dass das rechtlich jetzt mich nicht den Kopf kostet, ja, weil ich werde das einfach so machen, das ist ja wahrscheinlich auch so, wie man irgendwie eine Literaturstelle zitiert. Also ich habe Ihnen genau hier angegeben, wo diese entsprechende Dokumentationsstelle entnommen ist, wo Sie sie praktisch finden können und habe sie deswegen eigentlich quellennachweislich dann entsprechend hier angegeben und ich hoffe, dass das hier entsprechend gut geht. Und dann werden wir nochmal nach dem ersten Filmchen eine kurze Einführung machen zum zweiten Problem und hier geht es dann um die sogenannte Low-Dose-Dependency und hier geht es um die paradoxen Effekte, ja, über die wir auch sprechen müssen, weil die ein eher weniger beachteter, aber äußerst bedrückender Nebeneffekt der Langzeiteinnahme von Benzodiazepinen sind. So, ich nehme jetzt die Folie weg und wir schauen gemeinsam auf diesen Filmausschnitt aus der Dokumentation Volksdroge Valium. Annette von Halschek, 54, ist gelernte Notargehilfin. Obwohl sie heute nicht mehr arbeitet, bemüht sie sich um einen geordneten Alltag. Früher, als sie noch in einer großen Kanzlei arbeitete, gehörte Organisieren zu ihren Hauptaufgaben. Schon früh wird sie zur Bürovorsteherin befördert. Das belastet sie und sie ist oft nervös. Ich habe gedacht, jetzt ist es an der Zeit, zum Arzt zu gehen und zu gucken, damit ich eben gut funktioniere im Job. Der Arzt stellt fest, dass Annette an innerer Unruhe leidet. Daher kämen auch ihre Probleme mit dem Magen. Dann wurde mir gut gemeint, erstmal Beruhigungsmittel verschrieben. Was? Das hieß, ich glaube, das war Überbegriff Valium. Annette von Halschek war damals 23 Jahre alt und sie hat das Medikament fast 25 Jahre lang genommen. So wie viele andere, vor allem Frauen. Valium. Einst Allheilmittel gegen innere Unruhe, Schlafstörungen oder Panikattacken. In den 60er und 70er Jahren bedenkenlos verordnet, sind auch heute noch viele davon abhängig. Und die Dunkelziffer ist hoch. Dieses Mittel heißt heute nicht mehr Valium. Und denjenigen, die Tavor, Oxazepam, Lexotanil oder Diazepam nehmen, ist oft gar nicht klar, dass das, was sie schlucken, süchtig macht. Schon nach einiger Zeit wirken die Tabletten bei Annette nicht mehr. Nach 2,5 bis 3 Monaten hatte ich dann schon gemerkt, ob ich jetzt die Tabletten nehme oder nicht. Ich habe nach wie vor die Magenbeschwerden, nach wie vor die Kopfschmerzen
und die Rückenproblematik ohnehin. Ja, und Freunde sagten dann auch noch zu mir, Annette, seitdem du diese Tabletten nimmst, wirkst du irgendwie komisch auf uns. Da habe ich gedacht, ja, ich weiß es nicht genau, aber ich merke auch, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Damals versteht sie es nicht. Heute weiß sie, was mit ihr geschah. Die Wirkung, die ich bei der ersten Einnahme hatte, habe ich nie wieder erreicht. Aber das musste ich erst mal verstehen. Und diese Sehnsucht, die hat mich abhängig gemacht. Nach dieser Ruhe und Entspannung. Typisch für den Effekt solcher Medikamente, sagt Dr. Rüdiger Holzbach, Psychiater und Chefarzt auf einer Suchtstation. Er behandelt hier viele Patienten mit Medikamentenabhängigkeit. Auch Annette von Altschick, die am Ende bei 50 Tabletten war, pro Tag. Ich habe des Öfteren mit Ängsten zu tun und die Stimmungsschwankungen. Ja, da bin ich unsicher. Ist es jetzt die Stimmungsschwankung aufgrund des Entzugs oder ist es die Stimmungsschwankung, die ich ohnehin schon mitgebracht habe? Frau von Altschick ist jemand, die sehr hohe Dosierungen genommen hat, wo man sich erstmal als Arzt fragt, kann das überhaupt sein, solche Mengen? Das ist ein 50-faches von dem, was sonst vielleicht die therapeutische Dosis ist. Aber das kennen wir von vielen Suchtkranken, dass wenn man eben, ich sage jetzt mal etwas einfach ausgedrückt, lang genug übt, auch sehr hohe Dosierungen überlebt. Das kennen wir auch im Alkoholbereich, dass Menschen mit Promillezahlen kommen, die eigentlich nur noch mit Intensivstationen zu überleben wären für einen normalen Menschen. Und die kommen auf ihren zwei Beinen daher. Annette leidet unter den gleichen Beschwerden wie vorher. Dann bin ich wieder zum Arzt gegangen und habe mit ihm darüber gesprochen, darüber geredet. Habe gesagt, okay, ich nehme zwar jetzt die Tabletten, aber letztendlich so richtig eine Verbesserung meines Gesundheitszustandes merke ich nicht. Nachdem der Arzt dann sagte, okay, das kann schon mal sein, dass die Dosis nicht reicht, weil jeder Körper verträgt es eben anders, habe ich eine Dosissteigerung vorgenommen auf Empfehlung des Arztes. War ja auch erstmal alles gut gemeint. Der Arzt verschreibt eine höhere Dosis. Sofort und ohne weitere Nachfrage. Annette vertraut ihm. Benzodiazepine sind so weit verbreitet, weil sie schnell wirken. Auch in schwierigen Fällen. Benzodiazepine haben aber auch ganz stark zur Humanisierung der Psychiatrie beigetragen, dass wir Menschen, die in hoher seelischer Not kommen, mit Ängsten, mit Suizidgedanken, innerhalb von wenigen Stunden aus der Krise erstmal raushelfen können, ohne dass sie sich tagelang quälen müssen, bis andere Strategien greifen, bis andere Medikamente greifen. Das halte ich für einen unheimlichen Fortschritt und deshalb gehören für mich Benzodiazepine in jeden ärztlichen Notfallkoffer. Aber ganz wichtig dabei, es sind Notfallmedikamente, es sind keine Dauermedikamente, weil sonst wird der Segen zum Fluch. Ein Fluch. Annette nimmt jetzt 4 Tabletten am Tag. Auf Rezept. Der Pharmakologe Professor Gläske aus Bremen findet die Verordnungspraxis von Benzodiazepinen unverantwortlich. Man wirft immer den Patientinnen und Patienten vor, dass sie diese Mittel missbrauchen und auf Dauer einnehmen. Diese Mittel sind alle rezeptpflichtig. Diese Mittel können nur aus der Praxis verordnet werden. Sie müssen in der Apotheke abgegeben werden. Das heißt, ich habe 2 Experten, die dabei sind, wenn es darum geht, über lange Zeit solche Arzneimittel an die Patientinnen und Patienten heranzubringen. Anders als bei Alkohol, anders als bei Zigaretten, da habe ich keine Experten. Das kaufe ich so in der Tankstelle im Laden. Bei Arzneimitteln habe ich immer Experten dabei. Und diese Experten verordnen jährlich 10,4 Millionen Packungen der umgangssprachlich und liebevoll genannten Benzos. Eine Packung auf Rezept kostet den Kunden im Schnitt 5 Euro und ist damit preiswert. Die Hemmschwelle ist niedrig. Der Arzt verschreibt willig. Teilig. Fast immer sind es die Hausärzte, die das Mittel zumindest erstmals verschreiben. Aber wenn die Wirkung nachlässt, gehen die Patienten weiter zu anderen Ärzten. So ist es auch bei Annette von Altschick. Sie geht zu vielen verschiedenen Ärzten und von jedem bekommt sie Benzodiazepine. Ich habe dann gesagt, also nachdem ich von dem Neurologen
auch das gleiche Medikament, das fiel mir ja vom Namen her auf, hatte ich so zu dem Arzt gesagt, ach, Sie verschreiben das auch. Ich sage, Herr Doktor, sowieso hat das auch schon verschrieben. Dann hat er gesagt, ja, dann wird das wohl richtig sein, wenn der Kollege das auch verordnet. Ich sage, ja, das denke ich auch mal. Wenn zwei Ärzte sagen, das ist gut, dann mache ich das mal. Ja, dem Orthopäden hatte ich dann nur gesagt, ja, ich nehme aber schon Beruhigungsmittel und wenn ich das Mittel jetzt noch zur Entspannung nehme, ist das dann nicht zu viel. Ja, wenn Sie selbst darauf achten, dann ist das nicht zu viel. Dann habe ich das natürlich auch erstmal alles so gemacht. So, nachdem wir den ersten Filmabschnitt angeschaut haben, wo wir gesehen haben, ja, dass ausgehend von der Toleranz das Abhängigkeitsproblem entsteht, ja, mit sage und schreibe 50 Tabletten pro Tag, ja, etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann, was eigentlich jeden normalen, gesunden Menschen dann aus den Schuhen bringen würde. Ja, sehen wir, was für Blüten das treiben kann. Jetzt geht es genau andersrum. Jetzt soll es in dem nächsten Ausschnitt aus dieser Dokumentation gehen um die Low-Dose-Dependency. Das heißt also, nicht nur bei stetiger Aufdosierung entstehen Probleme, die durch Benzodiazepine verursacht werden, sondern auch durch eine Problematik, die entsteht bei korrekter, langfristiger, korrekter Dosierung. Das heißt also praktisch einer Situation, wo der Patient eigentlich dann aufgrund seines entstehenden Toleranzeffektes dann stetig unterdosiert ist mit Medikament und das generiert wiederum eine Reihe von Problemen, ja, die also praktisch ebenfalls mit Benzodiazepin vermittelt sind, sodass wir jetzt sehen, wenn wir beide Filmabschnitte miteinander dann vergleichen, dass wir sehen können, Benzodiazepine machen einmal praktisch Probleme aufgrund der Toleranzentwicklung, dass sie zu einer ständigen Überdosierung führen. Sie können aber auch praktisch durch den Toleranzeffekt dazu führen, dass der Patient ständig unterdosiert ist und dadurch andere zentralnervöse Effekte hervorgerufen werden. Und das schauen wir uns gemeinsam an. Dann bekam ich Adombran verschrieben von einer Ärztin. Die verschrieb mir gleich 4 am Tag. Mit den Medikamenten kann Barbara Voss ihren Alltag wieder besser bewältigen. Ich lege Wert darauf, zu sagen, dass ich nicht eine einzige Adombran mehr genommen habe, als man mir verschrieben hat. Also ich habe nicht angefangen, danach zu greifen und zu sagen, oh Gott, ich muss noch mal eins nehmen und ich muss noch mal eins nehmen. Das gibt es ja, ich meine, das verurteile ich auch gar nicht, nur das war nicht der Fall. Viele Betroffene bleiben lange Zeit bei der gleichen Dosis, so wie Barbara Voss. Und obwohl sie die Medikamente immer genau so einnimmt wie verschrieben, wird sie abhängig. Bei den Benzodiazepinen weiß man, es gibt eben diese Low-Dose-Dependency, bei der man bleibt. Es gibt nach Meinung von Klinikern, das ist immer wieder auch geschrieben worden, wahrscheinlich etwa 20%, also ein Fünftel, manche meinen auch 30%, die mehr nehmen müssen. Die meisten bleiben aber bei der Dosierung. Das ist ja das wirklich Irritierende, weil man auch aus Studien weiß, die Mittel können gar nicht mehr wirken. Barbara Voss weiß gar nicht, dass das Mittel, das sie nur zweimal täglich nimmt, gar nicht mehr wirkt. Am Ende war diese Adombran-Behandlung, brachte diese Adombran-Behandlung das krasse Gegenteil von dem, was sie eigentlich... Also ich habe im... verstärkt die Empfindungen gehabt, die ich eigentlich bekämpfen wollte. Das ist mir immer wichtig aufzuklären darüber, dass es paradoxe Effekte gibt unter Benzodiazepinen. Das heißt, dass Menschen, weil sich der Körper an das Medikament gewöhnt hat, eigentlich schon eine viel höhere Dosis bräuchte, um die gleiche Wirkung zu bekommen. Und das bedeutet, dass sie entzürig werden. Das heißt, sie sind ja unterdosiert, die bräuchten mehr. Und diese Entzugserscheinungen sind eben das Gegenteil von dem, was diese Medikamente sonst machen. Das heißt, Menschen werden ängstlicher, unruhiger, können wieder schlechter schlafen. Diese Symptome können viele Betroffene nicht einordnen. Dass sie schon ein untrügliches Zeichen für Abhängigkeit sind, wissen die meisten nicht. Also war für mich schon eindrücklich. Und das ist immer noch mal was ganz anderes, ob man pharmakologische Probleme an Folien oder an der Tafel irgendwie abstrakt bespricht, aber man kann dann tatsächlich sehen,
dass das natürlich auch alles direkt immer in Bezug steht zum Patienten. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, auch solche Dinge ab und zu mal dann gemeinsam anzuschauen. So, wir fassen das jetzt einfach nochmal zusammen. Wir haben in beiden Filmausschnitten ganz essentiell als Information mitbekommen, dass Benzodiazepine sind Medikamente zur Akutbehandlung von Spannungs- und Erregungszuständen. Das heißt also, in der Dauermedikation verliert sich ihr positiver Effekt. Wir haben gesehen, dass wir eine schnelle Auflösung solcher Zustände bekommen, was dann auch wirklich auch therapeutisch gewollt und auch praktisch notwendig sein muss manchmal, dass aber dann die Langzeitanwendung die Vorteile dieser Substanzen umschlagen lässt in riesige Probleme. Sodass wir also sehen, dass wir Benzodiazepine immer betrachten müssen als Notfallmedikamente zur Akutbehandlung, zum Akuteinsatz bei Spannungs- und Erregungszuständen, unter Umständen auch bei Panikattacken, Phobien. Sie sind keine Dauermedikamente. Hier haben wir gesehen, die Dauermedikation führt zur Toleranz, führt zur Abhängigkeit und führt auch zur Entwicklung paradoxer Effekte. Ja, deswegen sind diese Präparate rezeptpflichtig und auch das sollte natürlich dementsprechend immer scharf kontrolliert werden. Wir haben gesehen, ja, dass wir auch die Low-Dose-Dependency, das heißt die paradoxen Wirkungen, genauso betrachten müssen, weil da schaut man eigentlich erstmal nicht hin, sondern wenn man an Abhängigkeit denkt, dann denkt man immer an zu hohe Konzentrationen mit entsprechenden Problematik. Hier haben wir jetzt gelernt, dass Benzodiazepine auch in niedriger, korrekter Dosierung einer solchen Low-Dose-Dependency, das heißt paradoxe Wirkungen wie Angststörungen, dann auch hier entsprechend hervorrufen können. Deswegen Notfallmedikamente, keine Dauermedikamente. So, jetzt müssen wir noch sprechen über weitere Nachteile der Benzodiazepine. Das heißt also, hier soll es jetzt nochmal gehen um unerwünschte Arzneimittelwirkungen, um Kontraindikationen. Und dann spreche ich das vielleicht noch ganz kurz an, welche Alternativen sind möglich. Und dafür würde ich jetzt die Vorlesung beenden und wir würden jetzt, um diese Dinge zu besprechen, nochmal kurz an die Tafel zurückkehren. So, aus dem Dunkel zurück ins Licht, deutlich heller. Die Tafel können wir aber jetzt ganz gut nutzen, weil das Letzte, was wir jetzt gemeinsam noch kurz besprechen müssen, deswegen habe ich hier meinen Handzettel jetzt, dass ich nichts vergesse, dass wir jetzt uns nochmal betrachten, über was für unerwünschte Arzneimittelwirkungen müssen wir hier entsprechend reden und welche Kontraindikationen sind zu beachten, wenn es um Benzodiazepine geht. Und dann werden wir noch ganz kurz am Schluss exemplarisch ein paar Alternativen noch benennen, wenn die Einnahme von Benzodiazepinen als Schlafmittel dann unter Umständen vermieden werden soll. Ich blende das hier ein, unerwünschte Arzneimittelwirkung der Benzodiazepine. Hier sehen wir zuerst die sogenannte Rebound-Insomnie. Darüber haben wir eben gesprochen. Benzodiazepine verkürzen den Rapid Eye Movement, den REM-Schlafanteil in der Nacht. Der macht etwa 20% der Schlafzeit aus und in der Zeit wird geträumt. Das ist für den Patienten günstig, weil er dadurch eigentlich eine ruhige Nacht hat. Das Problem ist, dass sich unser zentrales Nervensystem den Rückgang des REM-Schlafs merkt und nach Absetzen des Benzodiazepins erhöht sich der REM-Schlafanteil zeitmäßig. Das bedeutet, die Nächte werden jetzt wieder entsprechend unruhig, weil im REM-Schlaf geträumt wird und man auch oft aus dem REM-Schlaf dann auch aufwachen kann, sodass unter Umständen Medikamenten induziert wir durch das veränderte Schlafmuster eine Situation schaffen, in dem der Patient dann erneut zum Arzt, zur Ärztin geht und erneut nach Schlafmitteln verlangt. Und Sie sehen schon, wie relativ rasch man dann in eine entsprechende Abhängigkeit rutschen kann. Das heißt also, unerwünschte Arzneimittelwirkung, Rebound-Insomnie, die oft dann die weitere Einnahme des Medikamentes dann für den Patienten notwendig macht. Das sollte dann aber vermieden werden. Zweiter Punkt, Hangover. Das heißt, die Tagesmüdigkeit am nächsten Morgen, haben wir darüber gesprochen, durch die langen Halbwertszeiten, das ist natürlich dementsprechend auch eine belastende Nebenwirkung eigentlich für den Patienten. Dann haben wir ganz wichtig die Ataxie, das heißt die neuromuskuläre Hemmung, das heißt also über das Rückenmark vermittelt die Hemmung der Aktivität der quergestreiften Muskulatur, also unsere muskelrelaxierende Wirkung. Sie erinnern sich, prototypische Wirkung führt dazu, ja, dass der Muskeltonus dann abnimmt und das ist gerade bei älteren Patienten gefährlicher, weil die können dann stürzen.
Und hier habe ich schon mal darauf hingewiesen, dass Stürze die häufigste Nebenwirkung sind von Benzodiazepinen und auch die häufigste Todesursache, weil ältere Menschen sich dann irgendwie den Oberschenkelhals oder den Oberschenkelhalsknochen brechen, dann ist natürlich dann hier entsprechend dann auch die Situation oft schnell lebensbedrohlich. Das heißt also Ataxie, Gangunsicherheit, die wir am nächsten Tag dann hier haben. Dann haben wir gesprochen über die paradoxen Effekte. Das bedeutet also, dass das Absinken der verfügbaren Konzentration dann dazu führt, und das haben wir in dem Film gesehen, dass der Patient unterdosiert ist und dass jetzt Eigenschaften an die Oberfläche kommen, die eigentlich pharmakologisch beherrscht werden sollten, wie zum Beispiel Unruhe oder auch Angst, die dann auftreten kann. Auch das ist etwas, was typisch ist und eine typische unerwünschte Arzneimittelwirkung darstellt. Dann haben wir die Amnesie. Auch hier haben wir drüber gesprochen. Auch das ist natürlich eine Nebenwirkung, die weniger schön ist. Deswegen sollten diese Medikamente unmittelbar vor dem Schlafengehen auf dem Bett sitzend dann auch eingenommen werden. Und dann haben wir noch vegetative Dysfunktionen, wie zum Beispiel Obstipation oder sexuelle Dysfunktion, die ebenfalls durch Benzodiazepine hier verursacht werden, sodass wir also sehen, dass diese unerwünschten Arzneimittelwirkungen schon nicht bedenkenlos dann hier sich entsprechend darstellen. Ich wechsle das, kommen wir zu den Kontraindikationen. Erste wichtige Kontraindikation ist die Myasthenia gravis. Auch darüber haben wir schon in einem der anderen Vorlesungen kurz gesprochen. Autoantikörper gegen den muskulären Nikotinrezeptor ist eine klassische Autoimmunerkrankheit, die den Muskeltonus erniedrigt. Und das ist natürlich problematisch dann in Bezug auf Benzodiazepine, die ja natürlich dann den Tonus der quergestreiften Muskulatur weiter erniedrigen. Und das ist vor allen Dingen für die quergestreifte Zwischenrippenmuskulatur und das Zwerchfell bedenklich. Also hier geht es vor allem darum, dass natürlich die Gangunsicherheit weiter verstärkt wird, aber auch eine Ateminsuffizienz dann entsprechend auftreten kann. Also Myasthenia gravis. Zweite Kontraindikation, Glaukom, Engwinkelglaukom, Relaxation ja, unserer beiden kleinen inneren Augenmuskeln, Musculus sphincter, Pupille und Ciliaris führt dazu, auch darüber haben wir ja gesprochen schon in der Vorlesung, zur Weitstellung der Linse, Verengung des trabekulären Netzwerks, verschlechterter Abfluss, ja, dann durch den Schlemmischen Kanal, das kann also hier einen Glaukomanfall entsprechend provozieren. Dann Schlafapnoe, das heißt gerade übergewichtige Patienten, ja, die dann aufgrund praktisch des Übergewichtes ja, dann auch eine Erschlaffung der Larynxmuskulatur dann auch hier zeigen, ja, die dann Schlafapnoe, Atemaussetzer haben nachts, die werden verstärkt. Dann durch Hemmung der quergestreiften Muskulatur, das heißt eine absolute Kontraindikation ist die Schlafapnoe. Dementsprechend auch obstruktive Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel eine fortgeschrittene COPD, ebenfalls in dem Sinne dann Kontraindikation. Dann taucht eine unerwünschte Arzneimittelwirkung auf, die Ataxin. Das heißt also, wenn hier Ataxin, Gangunsicherheit ohnehin schon vorhanden ist, gerade bei älteren Patienten, sind Benzodiazepine aufgrund der dann nochmal gesteigerten Sturzgefahr natürlich kontraindiziert. Und wegen unter Umständen Induktion von Mund-, Kiefer-, Gaumenspalten sollten Benzodiazepine in der Schwangerschaft nicht eingesetzt werden. Es sind trotzdem viele Fälle von Abhängigkeit bekannt, wo dann eben einfach Schwangere ihre Kinder unter Benzodiazepinabhängigkeit zur Welt bringen. Man bezeichnet das dann als sogenanntes Floppy Infant Syndrome. Das sind dann also die Kinder, die sie haben überhaupt keinen Muskeltonus. Ja, die haben Schwierigkeiten beim Atmen und der Saugreflex funktioniert nicht, weil die einfach komplett sediert in diesem Sinne hier zur Welt kommen. So, jetzt schauen wir uns als nächstes noch an, dann steht meine Zettelchen mal weg. Was hätten wir denn, nur ganz kurz, ja, weil das will ich jetzt nicht auch alles noch ausrollen, was hätten Sie als Arztärztin denn später noch für Möglichkeiten zu sagen, wenn Benzodiazepine keine Alternative sind, was kann ich denn machen? Sie könnten erstens machen. Sie könnten Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten verschreiben. Das wären zum Beispiel Diphenhydramin oder Doxylamin. Klassische ZNS-gängige Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten, die findet man in so Präparaten wie Hogganite oder Schlafsterne, die dann auch rezeptfrei in der Apotheke zu bekommen sind. Das Problem ist, und das schreiben wir hier vielleicht nochmal hin, dass Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten zwar eine Sedierung machen, die haben aber über Histamin-1-Rezeptor-Blockade das erste Problem, dass sie zu einer massiven Gewichtszunahme führen. Ja, das heißt, unser
Gewicht geht nach oben und dann haben wir das Problem, die sind nicht spezifisch, sondern die blockieren auch Alpha-1-Adrenerge-Rezeptoren und Muskarin-Rezeptoren als Nebenwirkung. Schreiben wir hier nochmal hin, Alpha-1-Rezeptoren und Muskarin-Rezeptoren. Und hier werden also für uns vor allen Dingen wichtig Muskarin-1-3-Rezeptoren. Was bedeutet das? Blockade von Alpha-1-Rezeptoren, orthostatische Hypotonie, das heißt Schwindel, unter Umständen Bewusstlosigkeit, Stürze, ja, entsprechende Problematik. Dann Muskarin-Rezeptorblockade bedeutet ja nichts anderes als Anticholinerge-Wirkung. Das bedeutet, klassische Anticholinerge-Nebenwirkungen wären Akkommodationsstörungen, Mundtrockenheit, Tachykardie, Obstipation, Harnverhalten zum Beispiel. Und das Problem ist, dass Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten neben ihrer schlafanstoßenden Wirkung über Histamin-1-Rezeptor-Blockade eine rasche Toleranzentwicklung machen. Ja, das bedeutet, relativ rasch muss die Substanz aufdosiert werden, um den gleichen schlafanstoßenden Effekt zu machen. Das bedeutet, die Antiadrenerge- und Anticholinerge-Wirkung wird gesteigert. Und gerade auch die zentralnervöse anticholinerge Wirkung ist oftmals assoziiert mit dementieller Symptomatik. Also hier wird die cholinerge Neurotransmission vom Nucleus basalis minor zum Hippocampus gestört. Und Sie erinnern sich, Hippocampus lernen Gedächtnis. Das heißt also, hier verschlechtern wir auch eine dementielle Symptomatik, sodass also gerade für ältere Patienten eigentlich auch die Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten aufgrund der Toleranz der Antiadrenergen und der Anticholinergen wirken wirklich nicht auch eine gute Alternative darstellen, aber die Realität sieht ganz anders aus, weil sie frei verkäuflich dann hier entsprechend sind. Und dann hätten wir eine weitere Möglichkeit und dabei will ich es dann auch belassen, weil es eigentlich um Benzodiazepine gehen sollte. Wir schauen noch kurz auf die sogenannten Z-Substanzen. So, die haben wir hier jetzt nochmal, ja, aber dafür wird es keinen eigenen Vorlesungsteil geben. Zaleplon, Zopiclon, Zolpidem, ich blende es Ihnen hier ein, weil Sie alle mit Z anfangen, Z-Substanzen. Diese Z-Substanzen sind die am meisten verschriebenen Schlafmittel. Und sie unterscheiden sich von den Benzodiazepinen in dem Sinne, dass sie keine Benzodiazepine sind im chemischen Sinne. Das heißt, sie sind strukturell ganz anders aufgebaut, werden also im Gegensatz zu den Benzodiazepinen schnell verstoffwechselt. Und hier haben wir Eliminationshalbwertszeiten von ungefähr, sagen wir mal, 2 bis 5 Stunden. Wenn wir gesehen haben, dass Benzodiazepine Halbwertszeiten haben von 6 Stunden und mehr, also von 6 Stunden Midazolam als schnellst abgebautestes Benzodiazepin bis hin zum Diazepam, wo wir 72 Stunden und mehr haben. Das heißt also, Z-Substanzen gut geeignet für Einschlafstörungen, weil die Blutplasmaspiegel relativ rasch sinken, weil sie schnell verstoffwechselt werden, also vor allen Dingen eigentlich gut geeignet, gerade auch für jüngere Patienten, die oft Einschlafstörungen hier haben. Was haben sie gemeinsam mit Benzodiazepinen? Also nicht die chemische Struktur, aber die Zielstruktur. Z-Substanzen binden den GABA-A-Rezeptor. Auch das schreibe ich vielleicht hier nochmal hin. Binden den GABA-A-Rezeptor und haben jetzt im Gegensatz zu den Benzodiazepinen den Vorteil, dass man sich das Wissen zu Nutzen gemacht hat, dass wir uns erarbeitet haben mit den gentechnisch veränderten Mäusen. Hier haben wir, und ich hoffe, Sie erinnern sich, ist ja jetzt nicht länger als 30 oder 40 Minuten her, dass wir gesagt haben, die sedativ-hypnotische Wirkung, die war vermittelt über den Alpha-1-GABA-A-Rezeptor. Und das hat man genutzt und wir können sagen, dass Z-Substanzen eine höhere Selektivität an Alpha-1-GABA-A-Rezeptoren besitzen als Benzodiazepine. Das heißt, sie sind eigentlich so relativ Alpha-1-GABA-A-Rezeptor selektiv. Das heißt, die Alpha-2, 3 und 5-GABA-A-Rezeptoren werden weniger gebunden. Das bedeutet, die Z-Substanzen haben den Vorteil, dadurch, dass der Alpha-1-GABA-A-Rezeptor unsere sedativ-hypnotische Wirkung vermittelt, dass wir eine gute schlafanstoßende Wirkung bekommen, bei Verlust
der oder bei Verminderung der muskelrelaxierenden und anxiolytischen Eigenschaften. Ja, das heißt also, ja, je Alpha-1-selektiver unser Präparat wird, ja, wir erinnern uns, die Muskelrelaxation war vermittelt über Alpha 2, 3 und 5, die Anxiolyse war vermittelt über Alpha 2 und wenn wir es hier mit selektiven Substanzen zu tun haben, werden diese Wirkungen nur, abgeschwächt auftreten, sodass diese Präparate in dem Sinne ein Stück präferenziell positiver zu betrachten sind als die Benzodiazepine, obwohl diese Wirkungen nicht absolut sind. Auch diese Substanz ist noch muskelrelaxierend und anxiolytisch, aber nicht mehr in dem Maße, wie das Benzodiazepine machen. Was ist zu beachten? Z-Substanzen also für Einschlafstörungen präferenziell und weil sie einen extrem schnellen Wirkeintritt haben, müssen diese Substanzen dann aufgrund der Schwindel oder des ausgelösten Schwindeleffektes direkt im Bett sitzend dann eingenommen werden und sie haben eine große Problematik und deswegen Vorsicht fürs Schlafwandeln. Das heißt also, diese Z-Substanzen, die stimulieren Schlafwandeln. Das bedeutet also bei Patienten, von denen man schon mal weiß, dass sie eine Schlafwandelproblematik haben, die gehören oder praktisch hier gibt es eine eindeutige Kontraindikation, weil gerade in diesen Patienten die Z-Substanzen dann eine Schlafwandelproblematik dann auslösen, die dann lebensgefährlich sein kann. Also die Leute, die stehen dann nachts auf, steigen ins Auto und fahren weg und sind im Grunde genommen eigentlich hier unter medikamentösem Einfluss und wissen es gar nicht, weil sie gar nicht richtig wach sind. Also das ist eine relativ schwierige Problematik, was die Z-Substanzen hier angeht, sodass wir zumindest mal zwei gängige Alternativen noch kurz angehängt haben. Wenn Benzodiazepine nicht angewendet werden sollen, dann hätten wir hier die Z-Substanzen oder auch die rezeptfrei verfüglichen Histamin-1-Rezeptor-Antagonisten. So, damit wären wir durch den Benzodiazepin-Teil durch. Sie sehen, es gibt immer eine ganze Menge zu einzelnen Pharmakongruppen zu erzählen. Und ich habe auch noch nicht alles erzählt, sondern man muss das immer so ein bisschen versuchen, dann stringent zu halten. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt beim Zuhören. Ich hoffe, Sie haben für sich was an Wissen mitgenommen. Dann würde ich mich sehr freuen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und verabschiede mich.